Battle Rap News. Ich würd mal sagen, ich kann Flow und kick die Texte, die du Pussy gerne schreiben würdest, und mein Style ist Mörder Sick. Ich würd mal sagen, du bist fett und filmst dich in der Quali, wie du fette sauber McDonalds in fetten Burger frisst. Ich würd mal sagen, deine Texte sind Kacke. Mode püppt mich in deine Hip-Hop-Cap, sitzt toll, aber die Flow's leider nicht so, ne? Chill, lean back, girl, get's wrecked, lean back, girl. Dein musikalischer Horizont zieht sich vom Make-up bis zum Top. Chill, girl, better lay low, get's wrecked, girl, better lay low. Dich auf dein Geschlecht zum Reduzieren find ich ungerecht. Denn Vitality wärst du kein Mädchen, wärst du halt als Junge wack. Okay, den Geilen bist am Start, ich droppe den nicesten Part. Fahre daneben nach Leipzig, B, suche Clap, du Medic, und sage dem Jungen, dass er trotz all seiner vehementen Versuche im Endeffekt doch leider nicht cast ist. Was? Das hörst du jede Runde, tut mir leid. Pussy kauf die halt ne Maske und kopier nicht seinen Style. Thema wechsel Face, deine Augen sind der Mac. So, und damit herzlich willkommen zu unserem Interview von Battle Rap News mit Frank Hemd. Hallo Frank Hemd. Hallo. So, könntest du dich bitte einmal ganz kurz vorstellen für alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen? Yo, moinson, ich bin Frank Hemd und ich rappe im VBT 2015. Ja, das ist doch schon mal guter Einstieg. So, also fangen wir direkt mit der ersten Frage an. Wie bist du zu Rap gekommen? Ich glaube, mir wurde mit 15, als ich 15 war, Kollega gezeigt. Das war damals entweder Alpha Gene oder Boss der Bosse. Und dann habe ich 1-2 Jahre richtig hart Kollega gepumpt und sonst, glaube ich, gar nichts. Und dann habe ich den Schniesen gesehen beim 1000er für einen 16er. Und dann dachte ich irgendwie, das kann ich auch. Und dann habe ich mich in der RBA angemeldet, also so vor, ich glaube, vor knapp 6 Jahren. Und seitdem spitte ich. Alles klar. Zweite Frage. Wer ist momentan dein Lieblingsrapper und wer dein Lieblingsbattle-Rapper? Boah, das ist schwer zu sagen. Das sind erstens eh immer Phasen. Ich höre gerade die neue Blubbermouth-EP. Das ist so ein, ich weiß gar nicht, woher der kommt. Ich glaube, aus England. Der macht irgendwie so eine Art Reggae. Oldschool mit Double-Time-Flows. Ja, sonst höre ich viel Young Lean. Ja, gerade wieder Kay Kani. Und Lieblings-Battle-Rapper jetzt aus diesem Jahr oder so generell? Generell, ja. Boah, ist auch eine gute Frage. Ein deutscher Battle-Rapper. Das ist ganz egal, steht ja offen. Ich kenne auch keine Amis. Dann halt Deutsche. Ja. Ich weiß nicht, ob Dante sie als Battle Rapper durchgeht. Dante sie finde ich auf jeden Fall extrem geil. Jetzt gerade aktuell, ich weiß nicht, ich finde die Ente eigentlich geil. Ich finde auch, dass sie zu Unrecht geflogen ist, obwohl die sich irgendwie als One-Trick-Pony verkauft, aber. Ja. Also, so wenn ich generell sagen müsste, dann ist es wahrscheinlich Dante sie. Okay, dann die dritte Frage. Wie bist du zu deinem jetzigen und wie zu deinem vorherigen Namen gekommen? Welcher soll denn der vorherige Name sein? Es gab ja noch Franco Camisa oder ich so. Ich würde sagen, ich habe einen. Ich hatte zwar mal einen deutlich anderen, als ich angefangen habe in der LWA, aber der war hässlich. Und dann habe ich mich Frank Hemd genannt. Ja, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich wollte irgendwie nichts Hartes, aber auch nichts, was so prätentiös witzig ist. Und Frank Hemd, finde ich, ist da ein guter Deal. Sonst, ja, ich weiß nicht, meint ihr jetzt den Geilem als Beinamen, oder? Ja, unter anderem. Ja, so, ja, sind ja eigentlich keine zwei Namen. Ich würde sagen, Frank Hemd, den Geilem. Aber in erster Linie Frank. Mal gucken, ich habe auch Frank Handy, finde ich auch cool. Mal gucken, ob ich damit noch was mache. Ja, Frank Handy wäre geil. Ja, aber es jetzt hat keine besondere Geschichte. Fand ich cool. Okay, dann kommen wir zur vierten Frage. Hast du mit diesem Erfolg im VBT so gerechnet oder hast du erwartet, dass solche positiven Resonanzen auf dich zukommen? Ich habe eigentlich gar nichts erwartet. Ich habe ja vor 2 Jahren schon mal mitgemacht und habe da auch hart zerstört, bis zur Vorrunde 2. Und dann, ja, ich habe gedacht, bis 64 wäre cool, beziehungsweise ab dann rauszufliegen wäre nicht mehr peinlich. Aber ich plane sowieso eigentlich nichts an. Ich gucke immer von Battle zu Battle und das ist es eigentlich. Aber ist schon cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich bis ins 8 gekommen von vornherein. Aber ist eigentlich eine Frage, mit der ich mich nicht auseinandersetze. Ich gucke von Battle zu Battle, versuche dann
ein cooles Gesamtpaket abzuliefern und eigentlich vergleiche ich mich auch nicht mit den Gegnern. Ich habe immer irgendwelche Ideen und versuche dann, dass die ja, im Gesamtkonzept für sich stehen und ich die gut finde und in der Regel bin ich zufrieden und dann reicht mir das. Alles klar, dann zur fünften Frage. Planst du gerade eine EP oder ein Album? Nee, auf jeden Fall nicht konkret. Also ein Album, es ist sehr gut, plane ich seit Ende 2013. Mache ich großenteils mit Razzia zusammen als Produzent und ist jetzt durchs VBT natürlich ein bisschen zum Erliegen gekommen. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch rausbringen kann, aber hängt davon ab, wie weit ich im VBT komme. Und ich habe schon Bock auf eine Cloud-Rap-Platte. Ich würde die auch auf Englisch machen, um zu gucken, inwiefern ich international irgendwie Resonanz bekommen kann. Aber das steht auf jeden Fall hinten an. Also ich mache jetzt VBT und wenn ich dann rausfliege, mache ich kurz Pause, mache dann mein Album, hoffe, das dieses Jahr noch dann veröffentlichen zu können, wird auch ein kostenloser Download. Und dann würde ich eher nächstes Jahr in Richtung Cloud-Rap gehen. Aber mal gucken. Also eigentlich plane ich nicht so weit voraus. Jetzt ist VBT angesagt, dann mein Tape und dann mal schauen. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal trotz des Hates gegen Julian und am JBB irgendwann mal beim JBB mitzumachen? Ich weiß nicht. Ich würde spontan sagen, auf keinen Fall, weil ich Julian nicht cool finde und ich den überhaupt nicht unterstützen möchte. Aber ich weiß halt nicht, wie was passiert. Also man kann ja schon ordentlich Fanbase sammeln. Aber eigentlich will ich nicht versuchen, mit allen Mitteln erfolgreich zu sein. Und ich finde auch das Teilnehmerfeld nicht besonders cool. Ich habe jetzt die letzten Leute, die veröffentlicht wurden, mir ein bisschen angesehen für 2015. Und abgesehen davon, dass man da übertrieben viele Klicks bekommt, sehe ich keinen großen Reiz darin, damit zu machen. Also ich finde, das VBT hat dieses Jahr auf jeden Fall den cooleren Teilnehmerpool. Also erstmal nein. Bis auf Weiteres, das mache ich nicht mit. Alles klar, dann zur siebten Frage. Wen magst du aus dem VBT 15 am meisten und wen magst du so überhaupt nicht, rap-technisch? Rap-technisch? Also extrem geil fand ich Red Color. Der ist ja leider schon rausgeflogen, weil er nicht so viel Zeit hat dieses Jahr. Der heißt ja jetzt auch nicht mehr Red Color. Der heißt ja jetzt MM Coolio und macht jetzt Neuanfang. der ist noch nicht so super gut, aber in der Art und Weise, wie er Texte schreibt und rappt, sehe ich mich auf jeden Fall wieder und mit dem würde ich gerne Musik zusammen machen. Enter habe ich ja gerade schon gesagt, finde ich eigentlich extrem geil, finde ich einfach ein bisschen unkreativ, dass sie immer wieder eigentlich so eine Horrorfilm-Hinrunde drehen, also verkauft sich irgendwie unterm Wert und ich kann verstehen, dass er einfach ein bisschen langweilt mit seinem einen Konzept, was er halt irgendwie durch jede Runde durchzieht. Aber er ist zu Unrecht geflogen, meiner Meinung nach. Sonst finde ich Bernd momentan interessant. Seit den beiden Runden gegen Mitsu, die fand ich richtig stark. Und ich gucke nochmal kurz, wer noch so drin ist. Dann gibt es noch Interessantes. Jasper finde ich nicht so cool. Ja, der ist ja auch draußen. Finde ich aber gut, nachdem er mich besiegt hat. Dima finde ich eigentlich schon mal so, die Quali fand ich super geil, die Grönemeyer-Runde fand ich geil. Da sind aber auch mal deutlich schwächere Sachen dabei. Ist ja noch drin. Davo kann im Prinzip auch coole Sachen machen. Die Hinrunde gegen Dupasch fand ich jedenfalls sehr stark. Ich glaube, das ist es auch. Mitsu fand ich auch spannend, aber ähnlich wie Ente halt so ein, ja, sieht irgendwie, schlachtet ein Konzept aus. Also der hätte sich ein bisschen mehr überlegen müssen, um noch weiterhin interessant zu sein. Ich glaube, Akku hat auch was, weil er coole Texte schreibt, aber die Raps finde ich nicht so dolle. Und ist doch immer extrem beatabhängig, ob die Runden von ihm halt so wirklich hörbar sind oder nicht. Dupasch ist auch nicht so mein Fall. AT ist auch cool, höre ich aber privat nicht. Ja, ich glaube so. Jizz Fizz hat auch zwei geile Runden gemacht. Die Runde gegen Joel und die Quali waren cool und gegen Jenemy hat er total versagt. Das war schade. Was sagst du zu Jenemy? Ja, Jenemy ist auch cool. Ja, der geht gut ab. Ja. Alles klar, dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dein Traumfinale im VBT? Boah. Das ist eine gute Frage.
Ich hätte ja sehr gerne gegen die Ente gebettelt. Aber die ist ja draußen. Boah, ich würde gern mal Kummer Jack im Finale sehen, mit den Texten, die er früher geschrieben hat, aber momentan langt das auf keinen Fall. Ja, hat ziemlich stark abgebaut dieses Jahr in den Runden. Ja, kann ich eigentlich so nicht sagen, weil ich mich nicht damit wirklich auseinandersetze. Hm. Traumfinale aus dem jetzigen Teilnehmerpool? Ja, genau. Also wenn Dima was Cooles macht, dann würde ich sehr gerne Dima sehen. Und ich würde sagen, von den jetzigen Teilnehmern, die noch drin sind, hätte 80 das am meisten verdient, im Finale zu stehen oder dann zu gewinnen. Mich würde ich auch gerne im Finale sehen. Ja, gut. Ja, ich fänd Dima schon cooler als Gegner. Ja, ich denke, das wäre auch ein geiles Battle. Ja. Aber so ein richtiges Traumfinale habe ich nicht. Okay, alles klar. Kommen wir zur nächsten Frage. Welchen Rap-Style feierst du und welchen feierst du weniger? Boah, ich finde diesen... Es gibt einen so einen Hipster-Flow, wo den gerade alle rappen, vor allem diese Trap-Rapper. Dieses... Ich rap jetzt cool und hack dabei den Satz so ab. Also, VJ Different. Ja, das machen ja viele. Ja, der macht das auch. Also den kann ich überhaupt nicht mehr hören. Das finde ich gar nicht cool. Ansonsten... Style. Ich finde Leute, die auf Trap Beats schon rappen, cool. Kann cool sein, aber die meisten kriegen das halt nicht so hin. Vor allem ist es halt total abhängig vom Stimmeinsatz, ob es cool klingt oder nicht. Und ich würde sagen, die Deutschen sind nicht gerade die Rapper mit den coolsten Stimmen. Also irgendwie hören sich Amis oder Franzosen im Schnitt schon cooler an. Rap-Stil. Was gibt's denn für einen Rap-Stil so? Oh, puh, gibt's ja einige. Oldschool. Ja, was weiß ich, Horrorcore, so wie Ente und Pro-Rapper das momentan machen. Ja, Horrorcore finde ich eher nicht so spannend. Ich finde eher die Ente an sich cool, weil es eine Ente mit einer Axt ist und der eine coole Stimme hat und cool rappen kann eigentlich. Aber die Texte finde ich an sich nicht so spannend. Also, dann würde ich schon eher sagen, dass ich die witzigeren Typen lieber höre oder die ja, aggressiven Rap mag ich nicht so gerne. Auch der Grund, wieso ich 80 zum Beispiel nicht so gerne privat höre, obwohl der schon richtig gut ist. Aber ist mir einfach ein bisschen zu anstrengend. Und ja, so eine gute Mischung vielleicht aus Laidback-Flows und trotzdem cooler Technik. Also, so wie Jizzfizz gegen Joel gerappt hat, das ging echt gut ab. Ja, aber wie gesagt, ich habe eigentlich nicht so Lieblingsstile. Ich gucke mir halt einzelne Runden an und dann finde ich die cool oder nicht. Ja, hier Red Color. Die Runde gegen Single ist ja auch nicht mehr drin. Die hat ja alles von YouTube genommen. Aber die war super geil. Der Flow war nicht so fett, aber der Stimmeinsatz war cool. Er war nicht so anstrengend, aber cool. Eine gute Portion Autotune drin. Und dann witzige Punchlines. Hat mir gut gefallen. Alles klar. So, nächste Frage. Wen würdest du gerne noch battlen? Jetzt ist egal, ob Leute, die jetzt noch drin sind im Turnier oder auch Leute, die schon draußen sind. Schliever. Ich finde ja gut, wenn die Gegner möglichst gehypt sind und dabei noch möglichst wack. Weil dann sind die Siegeschancen hoch und man kriegt viel Aufmerksamkeit. Also so ähnlich wie Vitality. Vitality war auch glückslos. Ja, Schliever wäre schon geil. Ansonsten, Dima Richman hätte ich auch gerne. Ja, aber der will dich ja nicht. Ja, das sagt er so. Eigentlich will er mich auch. Ich weiß nicht, ob ich 80 haben will. Wäre schon spannend. 80 hätte ich gerne im Finale. Also, gegen den würde ich auch mit gutem Gewissen verlieren können. Ging es darum, nur zu sagen, wen ich gerne hätte? Ja. Ja. Also dann von den verbliebenen Teilnehmern hätte ich gerne Dima oder Schliever, aber am liebsten Schliever. Alles klar. Gibt's noch irgendwelche Leute, die schon draußen sind aus dem VBT, die du noch gerne gebattelt hättest im Turnier? Ich hätte ja gerne mal gegen Red Color gerappt. Aber der ist ja schon draußen, habe ich ja schon gesagt. Und Ant ist auch schon draußen, den ich auch gerne gebettelt hätte. Ich glaube, gegen Jizzfizz hätte ich nicht gern gebettelt und Jasper auf keinen Fall. Aber gegen Vitality würde ich nochmal rappen. Das war eine geile Nummer. Dupasch hätte ich auch gerne rausgehauen selber. Ja. Okay. Ja, dann zur nächsten Frage. Was ist dein Lieblingsbattle im VBT bis jetzt insgesamt? Boah. Ja, weiß ich nicht. Ich fand
Im Prinzip könnte es Jasper gegen Dima sein, wenn ich Jasper nicht so scheiße finden würde. Also hätte ein anderer Rapper als Jasper Jaspers Rückrunde gekickt, dann vielleicht das Battle. Aber ich kann mir den Typen einfach nicht anhören. Und sonst... Ich habe mich super auf Jizz Fizz gegen Genemy gefreut, aber es war auch enttäuschend, weil Jizz Fizz nicht abgeliefert hat. Cini gegen mich fand ich auch nicht spannend. Obwohl Cini ja einen Namen hat, aber der... Ich finde den auch nicht gut. Gibt es irgendwelche Battles, die noch so im Diskurs stehen? Gute Battles gewesen zu sein? Ja, gab es ja noch einige im Splash. Ah, okay, ich denke jetzt nur an... Allgemein. Allgemein. Ah, okay. Boah, wer war denn da gut? Ja, weiß ich nicht. Ich fand Weekend 3 Plus nicht so geil, weil 3 Plus im Laufe des Turniers angefangen hat, irgendwie zur Zicke zu werden. Ich fand damals bei Mescali Maskulin und dann die ersten VBT-Runden 2011 super geil von 3 Plus. Und hätte der so gegen Weekend gerappt, wäre das geil geworden. Aber hat er leider nicht. BBB gegen Weekend im Splash-Finale habe ich mir auch geiler vorgestellt. Aber da hat BBB das komplette Turnier enttäuscht. Das wäre richtig geil gewesen, wenn er da noch so mit dem Spirit von 2011 ans Battle rangegangen wäre. Da hat man auch echt gemerkt, dass er einfach rappt, um Skills auszutesten, aber 2012 im Splash hat er irgendwie ihn Quatsch gemacht und dann im Finale versucht, irgendwie mit Real Talk zu fronten, ohne coole Technik. Ja, habt ihr noch Vorschläge? Gab ja noch einige im Splash 2013, wie zum Beispiel, die Steezy Battles waren ja allesamt insgesamt ziemlich krass so. Also ich finde Steezy super cool, aber ich muss auch sagen, dass mir das, war das Splash 2012, wo der gewonnen hat? Nee, das war Splash 13. 13. Da gab's halt diese Real Talk Welle. Die fand ich nicht cool. Und ich bin auch nicht der größte Fortune Fan. Ja, ich habe jetzt nicht vor Augen, wer da so cooles noch gerappt hat. Hier, Weekend gegen Mikesen. Das war geil. Das war richtig geil, da hätte ich auch Mikesen weiterkommen lassen. Ja, kam aber auch leider nie weiter als bis ins Viertel. Das ist echt bitter, der hatte immer Pech in den ganzen Turnieren. Also mir fallen einfach nicht so viele ein. Wenn ihr noch Vorschläge habt, dann äußere ich mich gerne dazu, aber ich habe da nicht das beste Gedächtnis gerade. Was ich geil fand, war Dazzo gegen Weekend im Splash 12. Nee, fand ich nicht. Da hat Dazzo diese Dubstep-Hinrunde gekickt, wo er auch noch... Oder nee, hat er gesungen? Naja, so ein bisschen. Der hat immer in den Bridges so ein bisschen gesungen zwischendrin. Aber jetzt so geschrien, ne? Ja, genau. Ja. Boah, das war auch nicht geil. Das finde ich auch schwer. Dazzo ist eigentlich total geil. Und ich glaube, Anfang 2011 hat er auch noch so ein bisschen Oldschool-Dubstep-Beats gepickt und dann mit der tiefen Stimme recht laidback gerappt. Das fand ich super cool. Und dann hat er angefangen so rumzuschreien gegen Weekend. Das war nicht cool. Ich finde die Weekend-Runden im VBT Splash eigentlich durchweg geil. Der hat auf jeden Fall verdient alles gewonnen. Und hat nicht... Gegen wen hat nicht Dazzo auch gegen BBB gerappt? Ja, 2010? 2010? Nein. Das war im VBT 2011, ne? Ja, genau. Das war 2011. Fuck, ja, stimmt. Boah, da hat Dazzo auch in der Hinrunde wieder verkackt. Da hat er auf einmal angefangen, auf dem Jahrmarkt zu drehen und rumzusingen. Auch total schade. Das ist komisch, dass der gerade gegen die Guten immer so ein Schrammes abserviert. Aber hier, Koma Jack gegen BBB fand ich auch geil. Die Koma Jack-Hinrunde war richtig fett. Aber, weiß nicht, 2011 war Basti meiner Meinung nach eigentlich unschlagbar. Hat auch unverdient gegen Tamo verloren und hätte auf jeden Fall gegen Weekend im Finale stehen müssen. Und dann hätte ich es beiden gegönnt. Also, ich fand jetzt auch noch das Battle TJ gegen Kiko ziemlich witzig, weil einfach die schon mal gegeneinander gerappt haben und dann halt wieder versucht haben, alles irgendwie aus dem JBB auszukontern und so, und TJ dann halt mit der Aufgabe von Kiko. Das fand ich auch ganz cool. Das war so eine Hinrunde, die von TJ gar nicht klar ging. Ich habe das jetzt nur noch schwammig in Erinnerung, aber ich meine, der hätte irgendwas zwischen Rappen und Singen versucht und ist überhaupt nicht auf den Beat klargekommen. Und er hat doch auch gegen Kiko gewonnen, oder? Ja. Ja, fand ich unverdient. Also das erste Battle aus dem JBB kenne ich nicht, aber das aus dem VBT Splash hätte meiner Meinung nach auf jeden Fall an Kiko gehen müssen. Das war im normalen VBT. Echt? Ja. Im 16. Ja, genau. Also das war schon ein ziemlich cooler Zufall. Ah, ja, krass. Ja, ich weiß nicht. Ja, TJ hat auch ewig nichts mehr gemacht, oder? Letztes Jahr JBB. Ja, okay, ich habe JBB gar nicht verfolgt letztes Jahr. Also überhaupt nicht. Ich habe nur dieses Jahr ein bisschen angefangen, mir ein paar Runden davon anzusehen. Und ja, Spongebob habe ich mitbekommen. Aber sonst ist das irgendwie an mir vorbeigegangen.
Aber wir sollten, glaube ich, ja weitermachen, bevor das hier ausartet. So, also, nächste Frage. Irgendeine VBT-Bekanntheit, die du auch gerne mal in der Hook hättest, in Runde oder im Track oder so? Boah, ich finde nicht so schwer mit Gasthooks. Ich finde nicht geil, einfach irgendwelche Rapper eine Hook rappen zu lassen und die reinzuschneiden, sondern eigentlich so, wie ich das mit Red Color bisher gemacht habe, der schickt mir eine Hook und ich schneide darin rum, wie ich will und rap da irgendwie zwischen, sodass das nachher so aussieht, das hätten wir zusammengeschrieben. So wie in meiner VR3 und dann 32. Und wenn ich das dürfte, von meinem Feature-Part aus, dann hätte ich sehr gerne mal Steezy. Ja, Dantasy wäre auch geil. Kloman wäre geil. Das Problem bei Kloman ist, die Gefahr, dass er einfach nur scheiße rappt, ist viel zu hoch. Und bevor ich dann die Hook gar nicht nehme, wäre es ja doof für ihn. Aber wenn Kloman gut abliefert, wäre Kloman echt... Kloman. Kaikani wäre auch Hammer, wenn er irgendwie als VBT-Größe gilt. Ja, ist halt immer Typsache. Ich finde, viele Rapper haben viele coole Sachen gemacht. Also hat auch total viel Cooles gemacht, aber viele Sachen gefallen mir auch überhaupt nicht. Und ja, ich mag das halt nicht, einfach mir so von irgendeinem Typen, den ich nicht kenne, einen Part schicken zu lassen und den reinzuschneiden, sondern ich will dann auch mit denen ein bisschen schreiben und so zusammen irgendwie ein Konzept erarbeiten oder sowas. Also das wäre für mich dann sowieso immer Voraussetzung, bevor ich mit irgendwelchen Leuten zusammen Musik mache. Ja, Prince Harry hätte ich gerne, ist ja keine VBT-Größe, aber einfach RBA und ein bisschen Untergrund. Der will aber nicht, ich hab den gefragt. Mikesen wäre auch geil, der will auch nicht, der macht kein VBT-Zeug mehr. Mikesen wäre richtig geil. Ja, Cash, ich weiß nicht, Private Paul finde ich eigentlich auch cool, aber irgendwie läuft da die Kommunikation auch nicht so glatt. Und ich weiß nicht, ob der wirklich mit sich reden lassen würde. Also früher fand ich Cash richtig geil. Ich fand auch Donnergeburt und Stein echt Highlights dieses Jahres. Ja, Donnergeburt ist dope. Ja, Donnergeburt Hook würde ich mir ja nicht geben lassen, weil da ist, passiert ja dann nichts mehr von meiner Seite aus, aber hat er schon gut gemacht. Ja. Okay, alles klar. Dann zur nächsten Frage. In welche Richtung wird das gut werdende Album gehen? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich schreibe halt, wenn ich einfach Texte schreibe, so Battle-Rap-Parodien am Rande zum Battle-Rap, also da ist ein fließender Übergang zwischen Punchlines und Selbstironie, ich weiß nicht. Also ich schreibe Texte halt grundsätzlich in Pointen, also egal ob ich jetzt Battle-Texte schreibe oder Privattexte, ich erzähle keine Inhalte, sondern ich versuche ein bisschen mit Pointen zu experimentieren und halt so zu brechen, wie eigentlich nicht gebrochen wird, wenn man irgendwie was Erzählenswertes erzählt. Also größtenteils trapp ich irgendeinen absurden Quatsch, den ich witzig finde. Und ich habe auch einen Storyteller. Das wird auch als Video vorher noch ausgekoppelt. Das finde ich total geil, mehr erzähle ich noch nicht. Und Beats. Viel bisschen sommerlich. Aber auch elektrisch, bisschen Reggae. Also größtenteils gesampelt. Ich würde sagen Ohrwurm-Hooks, ich finde meine Hooks geil. Mal gucken, wie viel mit Autotune reinkommt. Ich habe Autotune erst im Verlauf des VBTs entdeckt. Finde das sehr gut, damit zu arbeiten. Und mal gucken, ich glaube, mein Produzent, mit dem ich das Album mache, findet Autotune nicht so gut. Aber im Endeffekt kann ich ja entscheiden, was ich mache. Ja, mal schauen. Also größtenteils rappe ich irgendeinen Quatsch, den ich witzig finde und versuche den cool zu flowen und dann coole Hooks dazwischen zu hauen. Ja. Also eigentlich wie so eine VBT-Runde gegen Cine vielleicht. Nur dass ich nicht wirklich Punchlines schreibe, sondern halt irgendwie andere Pointen. Ja. Gibt es einen Rapper, auch die jetzt nicht im VBT sind, welche du vom Style her interessant findest? Auch außerhalb des VBTs, also. Hab ich doch gesagt, du Lappen! ja, doch, stimmt. Alter. Ja. Also, vorhin schon angesprochen, Blabbermouth ist cool. Vor allem, weil ich eigentlich nicht so sehr auf Reggae stehe. Weil ich das ein bisschen langweilig finde. Aber der haut echt richtig geile Flows raus. Das ist der absolute Hammer. Und er kann auch ein bisschen singen. Also, er macht irgendwie auch diese Reggae-Melodien. Aber. Ja, der kickt einfach krasse Double Times.
Ja, und jetzt gerade auf jeden Fall Young Lean. Jay-Z höre ich viel. Jay-Z ist vor allem cool, weil er irgendwie interessante Beats pickt. Und weil der auch Hooks macht, die einfach gut gerappt sind und voll ins Ohr gehen. Ich glaube, anderen Rap als deutschen oder englischen höre ich auch nicht. Das höre ich denn ja, wenn Dante Sie mal wieder was machen würde, dann würde ich das sehr cool finden. Headskin fand ich richtig geil, aber der macht ja auch nichts. Boah, Headskin war schon richtig geil, die Anti-Crow-Musik, EP. Ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt. Das ist so ein 5-Track-Download. Das geht so in die Fresse. Aber ich weiß nicht, irgendwie das ist halt das Problem. Die meisten Leute in der Szene sind irgendwie Junkies, die aus einer Lust oder so dann mal Bock haben, ein halbes Jahr zu rappen und dann machen die mega coole Sachen und dann kiffen die wieder nur. Also, und ich kenne auch keine Künstler, die, oder keine Ahnung, ich kenne ja nicht so viele Leute privat, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man unter regelmäßigem Drogenkonsum wirklich über Jahre hinweg gute Musik machen kann. Also das finde ich echt ein bisschen schade, irgendwie auch reizvoll, dass das alles so abgefuckte Gestalten sind, aber ist halt schade, wenn die einfach so faul sind oder irgendwie nicht regelmäßig Musik machen, weil sie lieber kiffen. Na, also ich weiß jetzt nicht, ob du Herr Kuchen dope findest, aber auf jeden Fall nimmt er halt doch schon sehr viele Drogen. Ja, ich finde den nicht gut. Ich finde, der hat richtig starke Ansätze, der macht coole Hooks und im Prinzip geht der Flow auch richtig ab. Ist aber übertrieben monoton. Und alles, was ich bisher von Herrn Kuchen außerhalb von Battles mitbekommen habe, ist totaler Murks. Also, ich habe das Gefühl, der labert nur Scheiße. Und ja, ich hab auch keine Sachen von ihm außerhalb der VBTs gehört. Ich würde sagen, der hat total viel Potenzial. Ich finde, eigentlich ist er so ein bisschen eine Mischung aus Weekend und Crow, weil er eigentlich coole Hooks macht und einen richtig freshen Flow hat. Ich verstehe auch nicht, wieso der den überhaupt nicht variiert. Also, weil in den Hooks macht er es dann, aber in den Strophen überhaupt nicht. Also, aber ich weiß nicht, wenn ich keine Ahnung, wie viel Drogen er nimmt, aber dann würde ich gerne mal hören, was der in 5 Jahren für Mucke macht, wenn er sich so viel reinhaut. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das noch so gut ist. Ja, war's das dann? Ja. Alles klar, okay. Ich habe da nochmal eine kleine Frage, die mir jetzt vorhin eingefallen ist. Mhm. Und zwar, du hast ja gesagt im FTC, ich weiß nicht, war das Runde 3, mit den Pokémon-Stickern, du bist der Freestyle-King. Stimmt das? Also, bist du der Freestyle-King? Wie gut kannst du freestylen? Boah, schlecht. Also, kannst du hier nicht freestylen jetzt? Ich freestyle auf gar keinen Fall. Ja, das Problem ist, ich bin halt immer voll gehemmt. Also, ich kann vor Leuten auf gar keinen Fall freestylen und ich kann auch keine Texte schreiben, wenn ich nicht alleine bin. Also, wenn ich meine Ruhe habe und dann in meinem Zimmer vor meinem Computer sitzen kann, dann bin ich sehr kreativ und kann viele tolle Ideen aufschreiben, die ich habe und auch an Texten arbeiten, aber um überhaupt kreativ zu sein, brauche ich echt Zeit und auf jeden Fall muss ich alleine sein. Keine Ahnung, ich würde gerne freestylen und ich freestyle auch für mich, aber ich müsste irgendwie lernen, das vor Leuten zu machen. Aber irgendwann muss ich, also ich habe vor, Ende nächsten Jahres nach Berlin zu ziehen und dann würde ich eigentlich sagen, gibt es für mich keine halben Sachen mehr, also würde ich auch da auf Freestyle-Bühnen gehen. Aber keine Ahnung, wie gut das dann wird. Mir ist jetzt noch so eine kleine Frage eingefallen. Ich weiß jetzt nicht von jemandem, aber ich habe von jemandem gehört, dass es anscheinend dieses Jahr wieder eine VBT-Tour geben wird. Und könntest du dir vorstellen, da vielleicht zu spielen? Ja, ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal, aber würde ich auf jeden Fall machen. Da hätte ich mega Bock drauf. Ja, das habe ich vom Probi, der hat mir das irgendwie mal gesagt. Das ist ja, also wenn das echt funktioniert, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall Bock aufzutreten und sobald mein Tape draußen ist, würde ich auch mich definitiv um Live-Auftritte bemühen, falls bis dahin nicht schon irgendwelche Anfragen gekommen sein sollten, was sehr schön wäre. Und ich bin durch mein Studienleben auch recht flexibel, irgendwo hinzufahren, würde ich sagen. Ja, also wenn es echt eine VBT-Tour gibt, bin ich auf jeden Fall dabei, sofern die VBT-Tour-Organisatoren da Bock drauf haben. Ja, also jetzt nur mal was an die Zuschauer. Also ich weiß es jetzt nicht zu 100%, aber der Probi hat mir irgendwann mal gesagt, dass es anscheinend eine geben wird und dass er dort spielen würde, wenn man ihn fragt. Also wenn das jetzt nicht stimmt, dann hatet Probi.
nicht mich, doch, eigentlich schon, weil ihr hatet mich ja sowieso. Aber auf jeden Fall, ja, also, es steht nicht zu hundertprozentig fest, aber ich hatte gerade richtig fetten Sprachfehler, aber whatever. Aber anscheinend wird es unter Umständen eine VBT-Tour geben. Jo, also würde ich sagen, fangen wir jetzt mit den Fanfragen an. Jo. Also Michael Rupert fragt, wieso ist der HSV immer noch in der ersten Liga? Keine Ahnung, ich gucke keinen Fußball. Okay. Ferdinand Geipel fragt, wie beginnst du vor dem Aufnehmen deinen Text zu schreiben? Sprich, wie setzt du dich meist mit deinen Gegnern auseinander? Ich höre mir die an. Und dann habe ich meistens das Gefühl, dass der Flow scheiße ist von denen und die Texte. Dann schreibe ich das auf. Wenn ich Zeit, also im Idealfall schreibe ich am Computer, ich schreibe aber auch auf Papiere mit Stiften, wenn ich unterwegs bin. Ich schreibe eigentlich jeden Tag sowieso ein bisschen Texte, aber es war gar nicht die Frage. Ja, ich gucke mir die Runden an und dann versuche ich abzuarbeiten, was ich da empfinde. Also ich schreibe auf keinen Fall Texte vor und der Grund, dass ich immer wieder die gleichen Sachen rappe, zum Beispiel, dass der Flow scheiße ist, ist tatsächlich, dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass der Flow scheiße ist. Ja. Und ich recherchiere gar nichts. Ich gucke einfach nur die Runden an. Also die einzigen Informationen, die ich in die Texte einbaue, sind die, die ich aus den VBT-Videos dann entnehme. Okay. Er fragt auch noch, wieso kannst du in so vielen verschiedenen Arten flowen? Boah. Ja, weil ich immer wieder rumprobiere. Also ich habe einfach immer Bock, was Neues zu machen und ich höre viele verschiedene Künstler, die unterschiedlich flowen und probiere mich dann aus, auch so zu rappen. Und dann bleibt halt immer wieder was hängen. Und ich weiß nicht, mir ist halt Flow wichtig. Also es gibt ja auch Rapper, die wollen einfach nur coole Texte spitten. Zum Beispiel Private Powell, der hat einfach seine Lines, die der halt irgendwie runterkickt. Ist auch cool. Aber mir ist der Flow halt wichtig und ich habe auch Bock, besser zu werden und rumzuprobieren. Und dann werde ich einfach besser mit der Zeit. Okay. Instay fragt, würdest du ein RBA-Battle annehmen, wenn ich dich fordere? Nee. Okay. Yannick Frerichs fragt, bist du ein Kumpel von Dantesi? Das beantworte ich nicht. Okay. Stefan M. Punkt, ich will deinen Nachnamen nicht aussprechen, da der schwer ist. Warum machst du kein Interview mit mir? Das ist der vom Battletrack Contest. Wer ist denn Battletrack Contest? eine andere Seite, die Interviews macht. Ja, aber wir sind cooler. Genau. Wie viele Likes hat er denn? 5 oder 10. Ja, dann hat er seine Antwort. Ha! Get wrecked, Stefan! Ja, das Problem ist, ich will einfach auf eine bestimmte Resonanz stoßen oder eine bestimmte Gruppe erreichen und mich hat auch irgendein YouTube-Kanal mit 13 Abonnenten gefragt und das lohnt sich einfach nicht, da mir die Zeit zu nehmen, dann mich dann irgendwie mit Fragen auseinanderzusetzen. Und so, weiß nicht, ihr habt ja 500 oder 600 Likes, das finde ich passabel. Ja, fast 500. Okay, ja. Nach dem Interview wahrscheinlich 500, aber... Jo, Martin Langisch fragt, also das ist jetzt keine Frage, er sagt, komm mal nach Bayern, ich lade dich auf einen grünen Tee ein. Ja, nein. Aber danke. Dann fragt er noch, was schaust du so für Serien? Ja, keine und würde ich auch jetzt nicht drüber reden, wenn ich richtig gucken würde. Also private Fragen mache ich glaube ich nicht. Aber ich gucke keine Serien. Ich finde Serienformate nicht so spannend. Da ist immer die gleiche Spannungskurve. Am Ende der Serie wird es spannend und dann ist man aufgeregt und dann geht die nächste Folge los. Okay, David Leon fragt, wie wird man so Frank Hemdig wie du? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kein Erfolgsgeheimnis. Okay, die Frage von Oliver haben wir schon gefragt und du hast sie beantwortet. Tim Schäfer sagt, beziehungsweise er fragt, schöne Haare, schenkst du sie mir? Nee. Okay.
Okay. Aber Tim, danke. Tim Helmdach fragt, wer bist du? Wer ich bin? Ja. Frank Hemd. Okay. Robin Hillesheim fragt, was ist dein schönstes Hemd? Mein Frank Hemd Hemd. Das hat eigentlich auch gar nichts mit meinem Namen zu tun. Ich kann dir mal die Geschichte erzählen. Und zwar habe ich mich Frank Hemd genannt, ich glaube vor 5 Jahren. Und vor 3 Jahren war ich in Holland und auf dem Flohmarkt in Den Haag. Und da hing dieses Hemd für 3 Euro. Und dann habe ich gesagt, ich will das für 2 Euro. Und dann hat er gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ich schnipp's eine Münze. Und wenn ich gewinne, kaufe ich das für 2. Und wenn ich verliere, für 4 Euro. Und dann habe ich gewonnen und für 2 Euro gekauft. Und dann habe ich das einfach getragen. Und irgendwann, als ich dann 2013 angefangen habe, Videos zu drehen, dachte ich, ich könnte ja ein cooles Hemd anziehen, weil ich Frank Hemd heiße. Und dann habe ich das so gemacht. Lukas Leon Wendt fragt, trägst du auch T-Shirts? Ja. André Winterberg, a.k.a. Vortex der Boss, fragt, wie sieht es mit deinem kommenden Album, EP, Mixtape aus? Welche Schiene fährst du da? Haben wir schon beantwortet. Welche Richtung hast du vor, nach dem VPT einzuschlagen? Haben wir, glaube ich, auch schon beantwortet. Ja, haben wir auch. Gibt es Idole, Vorbilder? Wenn ja, welche? Also, nochmal kurz zu den ersten Fragen. Die Schiene, die ich danach einschlage, ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen poppiger wird. Also ich setze mich ein bisschen mit Songstrukturen von Haftbefehl und Crow auseinander, weil die beide richtig gut sind und die schaffen es beide halt Lieder zu machen, die von vorne bis hinten richtig geil sind. Vor allem Crow, muss man einfach sagen. Und ich habe schon Lust, Geld mit meiner Musik irgendwann zu verdienen. Und da muss halt auch ein Kompromiss gemacht werden. Also wenn ich will, dass Leute meine Musik hören, dann möchte ich meine Musik auch so gestalten, dass Leute Lust haben, die zu hören, ohne mich zu verbiegen. Aber keine Ahnung, wie sich das dann genau anhören wird. Und Idole, Vorbilder. Ja, Dantesi, ich muss es immer wieder sagen, ich komme da auch einfach nicht von weg. Also ich weiß gar nicht, ich habe Dantesi 2011 zum ersten Mal gehört, als er eine Gasthook bei Taboon gemacht hat. Und das war sofort so geil. Und seitdem habe ich so viel Dantesi gehört. War das nicht gegen Mio Mao? Ja, haben sie auch verloren. Ja, aber die Hook fand ich auch richtig cool. Ja, es ging einfach, das war so geil. Er hat einfach die ganze Zeit Hurensohn gesagt. Das war noch die Hurensohn-Phase. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, er hat Autotune auf seine Backspur gelegt. Auf jeden Fall klang das total geil. Dann hat er irgendwann gesagt, ess einen Apfel. Und du Hurensohn, ja, auf jeden Fall war das total geil. Ja. Dantesi ist schon die Nummer 1. Okay, Niklas Fladderack fragt, wenn ich Frank trage, bin ich dann ein Hemdträger? Boah. Hat er zitiert, das Vitality-Zitat. Nee. Warum nicht? Weil ich ja kein Hemd bin. Okay, und die letzte Frage von Monsef Deshu. Meinung zu 80 hast du, glaube ich, auch schon beantwortet, aber naja, es ist die letzte Frage. Okay, also, 80 ist richtig gut, finde ich. Ist halt eher so ein konventionellerer Battle-Rapper, der einfach in die Fresse Punchlines schreibt. Was cool ist, ist, dass er eigentlich sich immer in diesen 2 Zeilen eine Punchline-Schema bewegt und trotzdem den Flow total stark variiert und technisch irre gut ist. Ich habe jetzt noch nicht so die geilen Hooks von ihm gehört. Das könnte so ein Manko sein, aber als generell ein Manko im VBT würde ich sagen, die wenigsten können Hooks kicken, die cool sind und gut ins Ohr gehen, und noch weniger können wirklich Hooks rappen, die gut ins Ohr gehen. Also keine Ahnung, ob er das drauf hat. Und vor allem finde ich krass, dadurch, dass ich ihn jetzt gefeatured habe, habe ich halt die Audio geschickt bekommen, auch als Waff, also messbar Quali. Und die Art und Weise, wie er mischt, ich glaube, er rappt 4 Spuren ein, klingt total geil, und auch wie er Adlib sitzt, ist schon auf jeden Fall noch besser als ich.
Also das war so der Moment im VBT, an dem ich ein bisschen Demut empfunden habe und gedacht habe, okay, gegen den könnte ich auch verlieren, ohne ein schlechtes Gefühl dabei zu haben. Das ist einfach irre gut. Gerade auf diesem Trap-Beat hat er einfach mit Adlib so viel rausgeholt an irgendwie Sound. Also dem würde ich es echt gönnen zu gewinnen. Okay. So, das waren dann alle Fragen. Vielen Dank für das Interview. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für das Interview. Irgendwie ist mir gerade was eine Frage eingefallen, aber egal. Das kommt jetzt eh keiner mehr. Ich denke, ihr schneidet eh zusammen. Ja, kann ich dann machen. Ich schneide das einfach. Ach so, okay. Hast du Tipps für Rapper, die gerade anfangen zu texten? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die beste Voraussetzung ist immer einfach Bock haben. Also, wenn man Bock hat, was zu machen, dann fängt man automatisch an, sich damit auseinanderzusetzen und dann wird man mit der Zeit gut. Und wenn man irgendwie rappen will, aber merkt, man fängt erst gar nicht an, Texte zu schreiben, dann wird man weder gut noch irgendwie ein Rapper. Ansonsten, die RBA ist eine super gute Einstiegsplattform, weil man mit ähnlich starken Einsteigern anfängt zu rappen und da viel Resonanz bekommt und so die Basics, die man braucht fürs Rappen. Ansonsten einfach üben, also egal wie viel Talent man hat, wenn man nicht viel Zeit investiert, dann wird man auch nicht gut. Also ich hab fürchterliche Musik gemacht, jahrelang. Und jetzt habe ich hart Skills am Start. Ja. Okay. So, dann verabschieden wir uns jetzt. Wie gesagt, nochmal danke für das Interview. Gern geschehen. Und ja, wenn ihr Frank Hemd noch nicht kennt, dann checkt auf jeden Fall seine Facebook-Seite und liked ihn da. Und auch uns. Genau. Und ja, dann ciao, freut euch aufs nächste Interview. Bis dann, Leute. Tschüss.